Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Technical Trading, das ich in Kooperation mit Arriva präsentiere. Mein Name ist René Wolfram von realmoneytrader.com und auch heute eine aktuelle Trading-Chance. Wir sind im Bereich der Energierohstoffe. Da laufen im Moment einige starke Trends und im Speziellen bei Rohöl. Da läuft ja schon ein Swing Trade, der bis in den Mai hineinreicht. Und hier gab es jetzt ganz frisch gestern ein Ausbruchssignal, was nochmal ein weiteres Setup bringt. Das heißt, hier ist ein Zukauf angesagt. Die Trendposition wird verstärkt. Es kommt eine weitere Tranche hinzu auf der Long-Seite im Trend. Und der wollen wir uns mitnehmen, nachdem wir hier natürlich wie immer die rechtlichen Hinweise beachtet haben. Wir sehen hier die Kapitalkurve der Strategie, die eben Rohöl auf der Long-Seite in diesem Zeitfenster handelt. Und wie gesagt, wir haben jetzt einen frischen Ausbruch bekommen. Der Rohölpreis ist gestern über das Vormonatshoch ausgebrochen. Wir haben einen Ansatz. Es gibt bei mir vier große Bausteine. Da sind klassisch saisonale Trades dabei, da sind kurzfristig saisonale Trades dabei, da sind kurzfristige Ausbrüche dabei und es sind langfristige Ausbrüche, sogenannte Power Breakouts. Und bei diesen Power Breakouts, das ist der mit Abstand lukrativste Part. Da haben wir eben gestern ein Ausbruchssignal gesehen und dementsprechend wird hier zugekauft, und zwar ein Rohöl-Long, ein Turbo von HSBC. WKN lautet HG0 PSH, HG0 PSH. Einstieg Market, Stop Loss 10 Euro. Im Moment steht das Produkt bei 29, ist also relativ konservativ. Stop-Loss 10 Euro und Exit ist zeitbasiert am Ende des Monats März zum 31. wird hier ausgestiegen. Das war's für heute. Ich wünsche allen einen spannenden und erfolgreichen Handelstag und verabschiede mich bis zum nächsten Technical Trading. Macht's gut, ciao.